Wer bei der DKB ein Konto eröffnen möchte, kann sich künftig den Weg zur Post sparen, um dort die Legitimation über das Postident-Verfahren zu erledigen. Mit dem neuen Verfahren WebID ist es möglich, von zu Hause oder jedem anderen Ort der Welt, vorausgesetzt eine gute Internetverbindung, die Identitätsprüfung zu machen. Das dürfte vor allem für Leute, die selten an einer Postfiliale zu den Öffnungszeiten vorbeikommen, sehr angenehm sein und besonders interessant für Anträge auf Kontoöffnung aus dem Ausland. Identifikation über WebID, so geht es. Erstens, Antrag auf Kontoöffnung stellen. Das tun Sie auf der Webseite der DKB, indem Sie Ihre persönlichen Daten eingeben und dann auf Absenden klicken. Die DKB wird Ihren Antrag prüfen und bei positiver Entscheidung durch die Bank erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie die Referenznummer finden und einen Link zur Dateneingabe bei WebID. Dort füllen Sie das Online-Formular mit Ihren persönlichen Daten aus und klicken anschließend auf Jetzt starten. Dann erfolgt die Videotelefonie entweder über Skype oder WebRTC. Am bequemsten ist es, wenn Sie die Videotelefonie von Ihrem Computer mit Webcam durchführen, da Sie nach einer Vorgangs-ID gefragt werden, die Sie per E-Mail erhalten. So können Sie leicht zwischen den verschiedenen Fenstern umschalten. Aber natürlich funktioniert die Videotelefonie auch über andere Endgeräte wie Tablets oder Smartphones. Der Bildschirm ist eben etwas kleiner und notfalls wechselt man von Skype nochmal ins E-Mail-Programm, um die Vorgangs-ID herauszusuchen. Es ist nicht erforderlich, die ganze Zeit Blickkontakt mit dem Identifizierungsmitarbeiter zu haben. Zur Bestätigung der ID fragt der Mitarbeiter nach einigen weiteren Daten, beispielsweise das Ausstellungsdatum und die Ausstellungsbehörde des Ausweises bzw. Reisepasses. Im weiteren Verlauf wird von Ihnen ein Foto per Webcam gemacht. Ebenso ein Foto von Ausweis oder Reisepass hier Vor- und Rückseite. Zudem werden Sie aufgefordert, das Ausweisdokument leicht zu kippen, damit die Reflexion der Hologramme erkennbar sind. So erkennt man, dass dann der Ausweis echt ist. Dieses Identifizierungsgespräch dauert etwa 4 bis 5 Minuten, dann ist alles erledigt. Dann bekommen Sie eine TAN nach Wahl per E-Mail oder SMS zugesandt, die Sie dann auf der Bestätigungsseite bei WebID eintragen. Nun ist der Vorgang abgeschlossen, die Legitimation ist erfolgreich und wird an die DKB weitergeleitet. Wie geht's jetzt weiter? Da die Bank schon entschieden hat, dass Sie das Konto bekommen, geht automatisch der Prozess los, dass Sie Post bekommen mit dem Willkommensbrief, in dem die Kontodaten drin sind, die persönlichen Zugangsdaten und die Bankkarten. Und die Bankkarten gehen in Produktion und werden Ihnen per Post zugesendet. Da machen wir als erstes mal ein Foto von Ihnen. Schauen Sie aber bitte in die Kamera rein. Genau, Dankeschön. Und dann als weiteres brauche ich ein Foto von Ihrem Ausweis. Den aber bitte in die Kamera halten. Ja, Nicht jetzt. genau da. Noch weiter nach rechts bitte. Und dann als Kind nach an den Seitenrändern festhalten. Also sehen Sie mich gerade? Ja. Also so, genau. Genau. Und dann einmal bitte ruhig. Ja, Ella Brunner, das kann ich jetzt auch erkennen. Das ist sehr gut. Dankeschön. Dann einmal bitte den Ausweis nach rechts und links schenken, sodass ich die Hologramme erkennen kann. Ja, habe ich erkannt. Dankeschön.